Den gestrigen Pokalabend im Berliner Olympiastadion hätten sich die Fans der Hertha sicherlich anders vorgestellt, träumt man doch schon seit Jahren vom Finale im heimischen Stadion. Fast 75.000 Zuschauer sollten sich im ausverkauften Olympiastadion also gestern das Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen Hertha BSC und dem FC Kaiserslautern anschauen. Die Berliner, die von einigen Karlsruher Freunden gegen die Feinde vom FCK unterstützt wurden, leiteten die Partie mit einer eindrucksvollen Choreografie im Unterrang der Ostkurve ein. Wir Herthaner wurde mit Hilfe von tausenden Papptafeln in den Farben Blau und Weiß abgebildet und sollte mit folgendem Spruch abgerundet werden. Lasst uns diese Gemeinschaft pflegen und stärken, um daraus Kraft zu gewinnen, die uns nicht nur träumen, sondern auch Ziele erreichen lässt. Ein Spruch, welcher aus einem Zitat des verstorbenen Kai Bernsteins entnommen wurde und auf der oberen Anzeigetafel noch fortgeführt werden sollte. Lasst uns aber auch nicht müde werden, den Finger in die Wunde zu legen. Lasst uns den Mut haben, besser zu werden. Beherzigen wir das, blicken wir in eine Zukunft, in der wir alle stolz die Hertha-Fahne auf der Brust tragen und uns als Teil des Ganzen fühlen können, stand dort geschrieben. Auch die Ultras vom Betzenberg läuteten das Spiel mit einer optischen Aktion ein. Während eine große erster FC Kaiserslautern Zaunfahne vom Oberrang heruntergelassen wurde, sollte sich der Block dazu in den Vereinsfarben Rot und Weiß teilen. Hierfür wurden rote und weiße Folienschals im Ober- und Unterrang verteilt. Nur kurzzeitig später sollte die Aktion dann noch getoppt werden, als die Farben in rot-weißen Rauchschwaden aufstiegen und so die 10.000 Lauterer gut für einen Pokalkrimi anheizten. Auch während des Spiels leuchtete es immer wieder im Block der Roten Teufel, die von einer ordentlichen Abordnung an Stuttgarter Ultras unterstützt wurden. Vor allem nach dem Toren, die Lautern zu Beginn der ersten Hälfte in Führung brachten, ging die ein oder andere Fackel im Gästeblock an. Auch in Halbzeit 2 schaffte es die Hertha nicht zwingend vor das Lauterer Tor zu kommen, sodass am Ende eine 1:3 Niederlage zu Buche stand. Diese Überraschung feierten die Gäste noch viele, viele Minuten nach Abpfiff mit dem Gästeblock aus der Pfalz unter pyrotechnischer Untermalung. Auch wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass es von lauterer Seite noch ein Spruchband für Kai Bernstein gab. Demnach stehen nun zwei Zweitligisten im Halbfinale, womit einmal mehr deutlich wird, dass der Pokal seine eigenen Geschichten schreibt. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.